Ja, das ist der neue 30er. Den haben wir seit der Saison 2023 im Programm. Was den Motor auszeichnet, ist, dass er fast 20% leichter ist als sein Vorgänger. Der wiegt 58 Kilo. Das heißt, den kannst du im Notfall auch mal mit zwei Leuten von Bord kriegen und in den Kofferraum legen, wenn du das Boot irgendwo liegen hast. Den Motor gibt es auch erstmalig mit Pinne. Das heißt, ist ideal für Angler. Du hast die normale Pinne als Standard. Es gibt aber auch die Multifunktionspinne, die wir hier an dem 60er montiert haben. Das heißt, die ist ein bisschen länger. Da ist die Gangschaltung integriert. An beiden Pinnen ist der Notstoppschalter dran. Bei dem Modell mit Pinne gibt es auch die Möglichkeit, dass man ihn elektrisch ankippen kann. Also wenn man zum Beispiel an den Strand ranfährt oder so, dass das wirklich ganz gut handelbar ist. Vom Preis her ist er in etwa so wie das Vorgängermodell, weil wir gesagt haben, das 30 PS Segment ist für Angler wirklich attraktiv und da wollen wir mal mit Kraft richtig reingehen. Was den Motor auszeichnet technologisch, ist, dass er schon vorbereitet ist für E-Fuels. Das heißt also, wenn wir irgendwann keinen normalen Kraftstoff mehr bekommen, der durch Fracking oder irgendwas anderes entstanden ist oder aus irgendwelchen Ölquellen im Nahen Osten, dann können auch E-Fuels verwendet werden. Der Motor hat in seiner Klasse die größte Lichtmaschine mit insgesamt 210 Watt. Also wenn du jetzt irgendwie langsam fährst, hast du schon viel Leistung, aber du kannst eben auch alles mögliche laden an Bord, deinen Plotter betreiben, weil du wirklich genug Leistung hast. Gelöst wird das, indem die Lichtspule wassergekühlt ist. Das gab es bisher noch nicht, weil die natürlich sehr warm wird, wenn sie viel Leistung bringt und die ist eben entsprechend wassergekühlt. Als Veränderung zum Vorgänger ist noch die sehr hydrodynamisch geformte Bombe unten, also die hier unten, wo das Getriebe drin sitzt, dass man also ein bisschen strömungsgünstiger durchs Wasser kommt. Klar, leise ist wichtig und ansonsten alles, was man braucht. Elektrische Einspritzanlage, elektronisch überwachbar. Es wird demnächst auch eine App geben, wo du dann noch mal gucken kannst, wann ist meine nächste Inspektion etc. und kannst das dann auch mit der automatischen Registrierung von dem Motor verbinden. Es gibt eine Webseite, da registrierst du den Motor, da kannst du Sachen hinterlegen, wie Rechnungen etc., damit man quasi so ein, wie so eine Art Logbuch für den Motor. Ja, den neuen 30er gibt es ab 6.000 Euro, genau 5.999. Dann ist er mit Pinne, mit Handstart, mit Kurzschaft und dann wahlweise, wie gesagt, mit elektrischer Ankippeinrichtung oder auch mit Fernschaltung. Für die Modelle mit Steuerstand im Boot gibt es dann natürlich ein Instrument, wo man sich alle Daten anzeigen lassen kann. Verbrauch, Spannung, Drehzahl, auch GPS ist damit drin, sodass du auch genau wirklich die Geschwindigkeit über Grund weißt und nicht gegen die Strömung. Verschiedene Instrumente gibt es und natürlich auch, wenn ich keine Pinne habe, die entsprechende Fernschaltung mit Ankippen und Trimmen. Passend für jedes Boot gibt es die passende Klamotte natürlich. Das heißt, wir haben super schöne und auch wirklich qualitativ hochwertige Sachen von Jill. Anoraks, Pullover, Schwimmwesten haben wir jetzt gemacht, die auch sehr hochwertig sind, bestickt, sodass man, wenn man mal ins Wasser fällt, nicht gleich untergeht wie ein Stein. Die Westen sind made in Germany, die Jacken kommen aus England und die Sachen, die wir jetzt gerade hier auf der Messe haben, das sind fast die letzten, weil die wirklich hier auf der Messe weggehen wie warme Semmeln. Für den schnellen Angler haben wir was ganz Besonderes im Programm, nämlich die Tohatsus von 75 bis 140 PS und auch mit Pinne. Das heißt also für das typische Angelboot, was vielleicht ein bisschen größer ist, was aber keinen Steuerstand hat, sondern mit Pinne gefahren werden soll, haben wir die Multifunktionspinne. Die ist in verschiedenen Stufen einstellbar, hat eine Gangschaltung dran, vorwärts, rückwärts, neutral, Notstoppschalter, Zündschloss und natürlich auch die Leuchtdioden, die wichtig sind, ob das Wasser zu heiß ist, kein Öl ist oder irgendetwas anderes.